Heute zeige ich euch noch mal ein bisschen hier Fahr-Action mit dem. Und ja, ich muss aber erstmal noch tanken. Das ist nämlich hier ein bisschen zu kurz gekommen der letzten Tage. Also aus roten Kanister gibt es Rennöl, Rizinus gefettet von Schmidt, erhältlich bei Racing Planet. Ja, hier nochmal Beschreibung. Könnt ihr euch auch alles dort angucken. Geile Meile. Wie kriegt man das auf? Achso. Wie viel sehen Sie sofort? Mischungsverhältnis. Hier, Mischtabelle für zwei Traktor. Wir haben 5 Liter und 1 zu 40 ist da 125 Milliliter. Immer gut schütteln. So, jetzt noch tanken und dann geht's los. Getankt ist. Getankt ist. Und ich werde jetzt mal losfahren. Dann ein ruhiges Plätzchen finden, suchen. Und vielleicht mal im Wald oder so. Und da erkläre ich euch mal ein paar Dinge, was ich so geändert habe. Ein paar Daten dazu. Ja, also was Interessantes. Na, bis denn. Also, wir sind 50, wir haben Stino gehalten. Erstmal ein paar technische Daten. Zylinder von Hoffmann Tuning, Moin Frankie, 85 Kubik, 4-Kanal. Dazu fahre ich einen 21er BVF der Firma Langtuning. Doof. Luftfilterumbau von AKF und von MLT, Grüße gehen raus an Marin, einen Reso im Enduro verlegt. Sogar mit Schweißnaht. Was habe ich über den Winter jetzt noch gemacht? Der andere Vergaser kam drauf. Die Telegabe hier ist jetzt mittlerweile schon die dritte. Die Erklärung dazu kommt jetzt. So, die Telegaben hier, die kaputt gegangen sind. Zum einen sieht man hier klar schon die hier, viel kürzer. Geht auch nicht mehr so wirklich raus. Auch mit Gewalt. Und wenn ich es reindrücke, ist es halt. Also ich habe mich draufgesetzt und dann. Lowrider. So, also da ist wahrscheinlich Feder gebrochen oder irgendwas anderes. Dann haben wir hier die ganz andere. Und da ist halt. So habe ich die ausgebaut. Na, und da ging das halt. Und da könnte ich das hier schon so rausnehmen und da ist unten was gebrochen. Ja. Hoher Verschleiß, aber ich weiß nicht, ob ich die regeneriere oder es an jemanden gebe, der da wesentlich mehr Zeit dafür hat. Ja, und das war's zum Thema Telegabeln. So, des Weiteren haben wir mal neue Kettenschläuche reingemacht. Da kommt demnächst auch wahrscheinlich noch eine andere Kette, man weiß es noch nicht. Mal gucken, wie das alles läuft. Ja, dann habe ich hier hinten mal so ein kleines Powerbar dran gebaut. Man sieht's. Ja, lässt es einfach schöner einstellen. Für die Straße geht das auf jeden Fall top.
weil mich immer viele fragen, die Stoßdämpfer hier hinten. Und die sind von der Firma Racing Planet. Die Firma Racing Planet hat zum Beispiel auch mir letztens, von denen auch das Öl ist quasi, die haben mir auch letztens, erkennt man uns? Ja, bestimmt, so ein cooles Zelt zur Verfügung gestellt. Dafür auf jeden Fall nochmal ein fettes Danke. Ne, auch an Matze, der das alles organisiert hat. Ja, es kam mal Bremslichtkontaktschalter hier hinten noch dazu. Von der S53. Den sieht man da unten irgendwo. Ja, aktuell funktioniert es noch nicht. Da ist irgendwo noch wahrscheinlich Massefehler in dem ganzen System. Ja, aber das soll es erstmal gewesen sein. Und jetzt gibt es noch ein paar Fahrvideos auf der Nase und dann sehen wir uns wieder in der Garage. Ich bin wieder fertig und in der Zeit, gerade eben, habe ich erstmal mein geiles Ostergeschenk, weil heute ist ja Ostersonntag, ausgepackt. Habe ich mir gegönnt. Wer es nicht weiß, ich sammle ja Jerseys leidenschaftlich von Motocrossern und habe mir zu Ostern mal ein originales Dennis Ulrich Shirt aus dem Jahr 2017 gekrallt vom Team Germany. Mega geil, freut mich richtig. Und was auch cool ist, ich habe es gerade noch gefunden, ne, von meinem Kumpel David, habe ich auch mal ein Jersey bekommen. Sein Meister-Jersey aus dem Jahre 2019 in der MX2, auch mega geil. Und die kommen irgendwann mal hier an die Wand. Jetzt habe ich erstmal Bilderrahmen bestellt. Ja, und wer solche Jerseys hat oder die loswerden will, keine Ahnung warum, kann sich gerne mal bei mir melden, Instagram oder so, gell. Und da würde ich sagen, das war's für heute erstmal. Ich hoffe, ich konnte euch ein cooles Video mal zum Moped zeichnen. Ja, falls Fragen sind, fragt. Und wenn nicht, sehen wir uns dann wieder.